Boah, ist das strange, in die Kamera zu gucken, Alter. Hallo, ich bin Odysseus Vlachodimos und meine zwei Säulen im Leben sind Familie und Fußball. Ich bin Torwart bei Benfica Lissabon, griechischer Nationaltorwart. Ich komme aus Stuttgart-Wangen, bin da geboren, bin da aufgewachsen und ja, meine ganze Kindheit eigentlich dort verbracht. Eigentlich ein Schwabe durch und durch. Bravo! 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 Ich glaube, ich bin privat so ein eher lockerer Mensch. Happy, immer am Lachen. Probiere Freude zu bereiten, probiere ab und zu ein paar Gags zu machen. Eigentlich sehr, sehr entspannt und sehr locker. Und bei euch sei es Odi schon der Koch oder wie in der Beziehung? Nee, der kann gar nichts. Ich kann nichts kochen. Das macht alles Elna. Ich esse, ich koche nicht. Schmeckt mein Essen? Ja, schmeckt gut. Dafür kannst du aber essen dann gut oder wie? Ja, sehr gut. Ja. Meine Frau begleitet mich eigentlich meinen ganzen Werdegang von Stuttgart über Athen nach Lissabon jetzt. Haben auch hier unsere kleine Tochter bekommen. Jetzt kommt wieder Nachwuchs. Meine Frau ist wieder schwanger. Freuen uns riesig drauf. Ja, ist eigentlich meine rechte Seite. Also hilft mir mit allem umzugehen, hilft mir bei den Spielen, supportet mich. Kann schwierig sein, weil man halt so oft weg ist, weil sie so oft auf sich alleine gestellt ist und kann einfach nur die besten Dinge sagen und bin super happy, dass ich sie habe. Mir war zum Herz. Also jeder sagt, sie sieht ein bisschen mehr aus wie ich. Charakter würde ich sagen, ist eine Mischung und ein Eigencharakter. Weil ich tanze nicht so gut wie sie. Aber ja, ich glaube, es ist eine gute Mischung von beiden. Gell? Okay? Ich glaube, du siehst aus wie dein Papa. Ich hoffe, die wird nicht Torhüterin, weil sonst habe ich Stress dann nachher, ja, wenn ich auf der Tribüne hocke. Nee, sie soll machen, was sie möchte. Sie kann Sachen ausprobieren. Sie soll alleine entscheiden, was sie möchte. Ich werde sie jetzt nicht
unter Druck setzen, Torhüterin zu werden, weil ich mich ins Tor gestellt habe. Kannst du einfach mal auf Play drücken? Noch. Ich bin am 26.04.1994 geboren. Ich spiele seit 2001 beim VfB Stuttgart. Meine Ziele für diese Saison sind, Oberligameister zu werden, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und mich positiv weiterzugeben. Das war der Rudi in Klein mit einer richtig tollen Frisur. Ne, also letzter Satz stehe ich immer noch dabei. Ich weiß nicht, ob wir Oberligameister geworden sind oder uns für die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Einerseits ist es mein Neffe, andererseits ist es mein Klient. Also wir haben täglich Kontakt und verstehen uns darüber hinaus auch ganz gut. Wir reden über alles, mal zoffen wir, mal sind einer Meinung. Das ist je nachdem. Ich habe es mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt, wo ich jetzt ein neues Land, wo ich die Sprache nicht, gar nicht kenne. Okay, du kennst Englisch, du wusstest vorher schon, dass es ein Riesenclub ist, dass alles top organisiert ist. Das habe ich auch miterlebt bei meiner Vorstellung und alles. Aber dass es dann so einfach ist, dass du dich in der Mannschaft integrierst, und das war auch immer so, was ich im Nachhinein dann mitbekommen habe, dass es von den Spielern, die schon länger da sind, dass es denen einfach wichtig war und auch die sich die neuen Spieler dann zur Brust genommen haben und einfach probiert haben und wussten auch, okay, das ist wichtig, dass die neuen Spieler sich direkt integrieren, und da das ist schon verblüffend und ist eine Sache, die wo man sich dann halt auch gleich wohlfühlt. Also wenn du jetzt irgendwie neu reinkommst und jeder mit dir redet und jeder mit dir plaudert und jeder einfach nett und lieb zu dir ist, dann fühlst du dich einfach wohl und ist auch nicht gespielt oder so. So sind die Menschen hier, so habe ich sie kennengelernt, und kann man sich einfach nur wohlfühlen. Dann sehen wir uns nach dem Training, ne? Generell gefällt mir alles an Portugal. Es ist ein sehr, sehr schönes Land. Lissabon, die Stadt, ist natürlich super schön. Highlight ist jedes Mal über die Brücke zu fahren, Cristo Rey zu sehen. Sind natürlich, die Stadt gibt dir echt, echt viele Sachen. Und was mich auch sehr beeindruckt, sind einfach die Menschen hier. Die sind so locker, die sind freundlich, die wollen dir helfen, liebevoll. Und es ist ein ganz, ganz schönes Land mit sehr, sehr angenehmen Menschen hier, die einfach ja, lebensfreudig sind. Und die Sonne scheint eigentlich 300 Tage im Jahr. Meine Familie und ich, wir fühlen uns einfach hier super wohl und wurden auch sehr, sehr gut empfangen. Und wir lieben es hier. Na
Also es schmeckt schon besser hier. Es war einer der besten, die ich gerade gegessen habe, wenn ich ehrlich bin. Und in der Innenstadt gibt es auch einen riesen Laden unten. Avenida de Libertad, ganz unten. Ist auch super, super, super schön. Da ist auch geil zum Filmen, weil die werden so um den Laden herumgetragen, die Dinger, bis sie dann rauskommen. Aber hier schmeckt es irgendwie besser. Die Menschen hier sind sehr respektvoll, also wenn man mit der Family unterwegs ist. Es gab für mich noch keinen Moment, wo mich irgendwie jemand dumm angequatscht hat oder sonst was, sondern die sind einfach sehr, sehr liebevoll, die Menschen. Die fragen sehr, sehr höflich nach einem Foto. Und wenn es natürlich Kinder sind, dann freut man sich umso mehr, also für mich jetzt, dass man da dann ja, ein Vorbild ist und Bilder mit den Kindern macht oder selbst mit älteren Leuten. Ist immer was Schönes, also wenn man auf der Straße erkannt wird und ja, ein Foto zu schießen. Dass die Leute mich in Deutschland jetzt weniger kennen, ist für mich jetzt nicht so schlimm. Ich probiere einfach hier oder in dem Verein mein Bestes zu geben und ich kriege hier ein super Feedback von den portugiesischen Menschen. Es macht mich sehr happy und ja, zu Hause in Stuttgart, die, wo mich kennen wollen, die kennen mich. Ich glaube, dass es ein sehr fußballverrücktes Land ist. Selbst wenn man durch die Stadt läuft und einfach irgendwie ein Restaurant draußen Stühle stehen hat, da ist immer ein Fernseher dabei, da läuft immer Fußball. Und, ja, ist einfach, die Menschen lieben hier den Fußball. Yeah, football is everything for the Portuguese people, for sure. Yeah, it's like a fever. It's like it's madness. Football is, well, no other sports it's equal to football. Not even close. No. Since the beginning, we are the biggest club in Lisbon and one of the biggest in Portugal. And from the 60s, when we won the two Champions Leagues, that's when everything changed for us. And we became the most important club in Portugal. We were before, but from that on, and in the world, because that we had Eusebio and an amazing team, and we went all over the world playing, and that's when like the myth of Benfica was created in the 60s. And we like to say that Benfica is like a religion, not just a club. That's why we call our stadium the cathedral. For us, and for me, for my son, for our family, it's not just only the club. It's a love that we can not explain too well, you know what I mean? Because Benfica for us is everything. We love Benfica. Benfica, for me, is the best club in Portugal. Ah, bom dia. Os teus casacos todos os dias é tema. Für mich ist ja Fußball so ein Tagesgeschäft. Also ich gucke eigentlich Training für Training, Spiel für Spiel, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich besser werden kann und will gar nicht irgendwie weit vorausschauen, weil kann man einfach nicht. Ich denke, dass man halt im Training auch sehr viele Sachen ausprobieren kann. Und
generell jetzt am Torwartspiel kann man halt im Training viele Sachen probieren, die man dann im Spiel umsetzen kann. Es ist, wo stehe ich bei einer Flanke, wo stehe ich, wenn der Ball da ist, wie steht der Körper zum Ball, kann er aufs Tor schießen, kann er nur flanken. Das sind alles so kleine Aspekte, die man halt im Training trainieren kann. He had different stimulation. He was used to have to play in a different kind of team with a different type of playing, a different model, and it has been very important for him to feel different models and different approaches from other coaches that we had here. And this stimulation, especially in the offensive process, okay, and in the control of the space or in the control of the crosses, things that I feel that he was not that stimulation, he didn't have the stimulation because the teams where he played didn't have this kind of needs. It has been very important for him, and I believe it's the things where he improved the most, and I believe there is even a path for him to improve even more. Man muss eigentlich jeden Tag alles geben, topfit sein, auf viele Dinge achten, Schlaf, Regeneration, dass man einfach, dass dein Körper fit ist, um zu funktionieren, wenn er funktionieren muss. Und es sind so viele Sachen, auf die man achtet, die vielleicht von draußen oder von Menschen vergessen werden, dass man halt echt nicht nur die 2 Stunden oder 3 Stunden Training mitbringt, sondern man muss viel, viel mehr mitbringen. Man muss vom Kopf her klar sein, man muss stark sein im Kopf, man muss auf viele Sachen verzichten. Du bist oft weg von zu Hause, du bist oft, du schläfst oft immer in anderen Betten, in Hotels, in man ist weg von der Familie, man muss schon auf einiges verzichten. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man den Hobby zu Beruf gemacht hat und es ist einfach, Ende des Tages ist einfach was Geiles, Fußball zu spielen, aber es steckt nicht nur irgendwie 2 Stunden Training am Tag dahinter, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Mit dem Körper musst du arbeiten und das über mehrere Jahre hinweg, und da muss man einfach topfit sein und alles dafür geben, und es wird, glaube ich, sehr viel vergessen von vielen. Blums. Vom Enna, Vio. Generell mit dem Druck umgehen hilft mir natürlich sehr viel meine Familie. Ich tausche mich eigentlich sehr ehrlich und über die Spiele mit meiner Familie aus. Und generell, wenn man dann zu Hause ist, dann lässt man das eigentlich alles zurück. Wenn man reingeht, Dann lässt man das hinter sich und man probiert einfach Zeit mit der Familie zu verbringen und einen Kopf auszuschalten und einfach ein normales Leben zu führen. Saison kann sehr lange, lange gehen. Es können 50 bis 60 Spiele sein. Und
da dann einfach mal abzuschalten komplett und jeden Tag aufstehen mit der Familie, frühstücken mit der Familie. Sonst macht man das ja immer auf dem Trainingsgelände. Man steht auf und frühstückt dort. Das zu machen, so kleine Dinge, die für andere vielleicht normal sind, sind schon für uns dann was Besonderes an einem freien Tag, dann einfach mal zusammen frühstücken zu Hause oder irgendwo draußen frühstücken zu gehen. Das ist was Besonderes. Man will einfach jede Sekunde, die man verpasst, wie sie aufwächst oder wenn man dann nachholen und man will einfach so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Ich zum Beispiel freue mich jetzt extrem, wenn wir auf den Spielplatz gehen und mit der Kleinen spielen. So wie früher, als ich auf den Spielplatz gegangen bin. Macht mir einfach riesig Freude. Also ich wasche eigentlich meine Handschuhe immer vor den Spielen aus oder vor jedem Gebrauch eigentlich aus, dass der Belag, der auf den Handschuhen drauf ist, weggeht und dass der Grip einfach aktiviert wird. Ich habe es immer gern, dass ich die zu Hause auswasche. Viele machen es auch unter der Dusche oder ziehen die beim Training neu an und waschen die dann nach dem Training aus, aber... Lässt du auch keinen anderen machen? Bitte? Das lässt du auch keinen anderen machen? Nee, das mache ich so selber, das ist so... Das ist mein Werkzeug zum Arbeiten, deswegen tue ich die auch alleine vorbereiten. Vertraust du keinen anderen? Nee. Also auf meinem Handschuh steht drauf... Meine Tochter, ihr Name, Geburtsdatum, Elena, meine Frau oder Verlobte und das Verlobungsdatum steht drauf. Auf dem linken Handschuh und auf dem rechten Handschuh sind unsere Katzen zu sehen. Luna ist gerade da. Die ist auch älter, deswegen steht sie oben. Fluffy ist der Jüngere. Also. Ich drücke die dann immer so nochmal aus, dass das ganze Wasser rausgeht. Also das meiste zumindest. Das ist so meine Technik. Vielleicht ein paar andere eine andere, aber ja. Ich fühle mich wohl dabei. Sichtlich. Jetzt hört man es aber, glaube ich. Den Grip. Jetzt klebt er schon langsam. Man hat immer vor den Spielen irgendwie so ein Kribbeln im Bauch und im Spielertunnel und wenn es dann rausgeht, aber sobald der Fuß
auf dem Rasen ist, vergisst man das eigentlich und ist dann eigentlich wirklich in so einem Tunnelblick. Und man kriegt auch viele Sachen dann auch außerhalb, ehrlich gesagt, nicht mit. Es ist immer was Geiles, wenn man dann rausläuft, sich hinstellt, hochguckt und da ist eine Choreo zu sehen. Oder hier bei Benfica verbeugen wir uns ja auch vor den Fans vorm Spiel. Und wenn man es sieht oder wenn man die Hymne hört und das ganze Stadion mitsingt, das ist natürlich Gänsehaut. Ich wollte die 1 ehrlich gesagt nicht haben, die war auch vergeben. Die hatte einen Torwart, der schon sehr lange beim Verein war, bei Panathinaikos. Ich wollte einfach die letzte Nummer haben, weil ich es ganz cool fand. Und ja, wie man so schön sagt, never change good things. Es ist jetzt mein Markenzeichen geworden und will die Nummer auch nicht hergeben. Kann sich auch mal, ja, kann man auch ein bisschen lauter werden als Torwart. Aber ich glaube, dass jeder von der Mannschaft mich so gut kennt und so gut weiß, dass egal was man im Spiel sagt oder egal was im Spiel passiert, dass er im Nachhinein eigentlich alles vergessen hat. Tage, wo ich mir das komplette Spiel von mir nochmal angucke, weil ich besser werden möchte und ich glaube halt jedes Detail hilft. Und es kann sein, dass ich einen Ball nach rechts gespielt habe, alles super, alles gut, aufgegangen ist, aber vielleicht die bessere Lösung auf der anderen Seite wäre. Und es sind so kleine Sachen, die ich von meinen Torwarttrainern mitbekomme bei der Spielnachbereitung oder auch von meiner Familie. Ja, ist gerade ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Ja, wir haben halt das Spiel nicht kontrolliert. Ja, als Torwart probiert man dann halt, ja, wenn man ein Spiel halt einmal schnell machen kann, irgendwie einen Konter fahren kann, dann probiert man halt ja, Lösungen so zu finden. Deine Aufgabe ist ja nicht, die Tore zu schießen, deine Aufgabe ist, Tore zu verhindern. Und ja, deswegen ist ein bisschen komisch, wenn man da halt sieht, okay, man vergibt die Torchancen, dann ist das ärgerlich, aber es ist jetzt nicht, man fiebert einfach mit von hinten. Und es ist das Gleiche, wenn sie treffen würden, dann jubelst du mit. Wenn sie die Tore nicht machen, dann ich sag mal jetzt, ärgern ist vielleicht das falsche Wort, aber dann leidest du auch mit. Du kannst dich ärgern, du kannst dich freuen. Für mich persönlich jetzt den gleichen Abend noch, vielleicht noch am nächsten Tag. Aber dann muss das Spiel nachbereitet werden und dann ist das Ding auch abgehackt und dann muss man sich voll und ganz aufs nächste Spiel konzentrieren. Und wenn man nach dem Training nach Hause kommt oder nach dem Spiel nach Hause kommt und dann halt mit der Familie, wenn die Kleine dich ja, mit offenen Händen erwartet und du die in den Arm nehmen kannst, natürlich dann legst du das zur Seite und dann ist der Fokus voll auf die Kleine. Und dann, das hilft schon, dass man so Sachen dann halt vergisst. Familie, ja, ist einfach wirklich alles. Ja. Sind da, fangen dich auf, wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft, die werden immer da sein. Die helfen dir und die machen das auch aus Liebe und weil sie das Beste für dich wollen.
wenn ich in meiner Karriere jetzt zurückschaue, glaube ich einfach, dass ich die richtigen Schritte eingegangen bin. Es hat vielleicht mit Umwegen ein bisschen länger gedauert über Griechenland und dann jetzt bei Benfica voll durchgeschossen, aber jetzt bin ich das, was ich heute bin.